nach Köln, Hansaring. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Meine Damen und Herren, Information zur S-Bahn. Wegen Störungen im Betriebsablauf ist der gesamte S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingeschränkt. Ich wiederhole, wegen Störungen im Betriebsablauf ist der gesamte S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingeschränkt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny Spieters. Wir stehen ja heute am Kölner Hauptbahnhof und Vorsicht am Bahnsteig. Ich wiederhole. Am Gleis 6, ein Zug fährt durch. Bitte werden diesen Zug nach Düsseldorf bringen. Und das Ganze mit Fersystem Sound Design. Wie ihr vielleicht schon gehört habt. Hinten dran eine 120, die ich noch kurz aufrüsten muss, merke ich gerade. Dann tun wir das mal gerade. Meine Damen und Herren, auf Gleis 9 fährt ein Regionalbahn L423 von Köln-Nesse-Deutz nach Euskirchen. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. So sieht das schon besser aus, würde ich sagen. So. Ja, gut, was los hier im Kölner Hauptbahnhof. Das kann ich nur bestätigen, als ich am Samstag hier war. Beziehungsweise dort war. Meine Damen und Herren, am Gleis 4 steht zur Abfahrt bereit. Intercity 2045 nach Also ich muss sagen, ich fühle mich zurückversetzt, weil genau an diesem Punkt stand ich und habe gespottet. Genau an diesem Gleis, zwischen den zwei Gleisen. Und es war wunderschön, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen.
da der Kölner Dom. Also es ist sehr, sehr schön. Es ist ein komisches Gefühl, zu wissen, dass ich vor 2 Tagen genau an diesem Punkt hier stand. Und ja, so die Ein- und Ausfahrenden Züge. So, der hat Ausfahrt. Ja, ihr seht's, Abfahrt, nächster Halt ist Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja, dann werden wir das mal tun. Wenn ebenfalls losfahren. Türen? Naja. Ich muss das mal schnell ändern. Schließvorgang eingeleitet. Wunderbar. Da steht der
IC, der gerade vor uns losgefahren ist, mit seiner 101. Da steht eine schöne 218. Schönen guten Tag und willkommen. Wir begrüßen die hier in Köln auf Bahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2312 der Deutschen Bahn auf der Fahrt von Stuttgart Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona. Die nächsten Halte unseres Zuges sind Düsseldorf Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof, Westfalen Hauptbahnhof, Osnabrück, Bremen Hauptbahnhof, Hamburg-Harburg und Hamburg-Dammtor. Zu Ihrer weiteren Information, Sie finden in der Mitte des Zuges zwischen der ersten und zweiten Klasse unser Bordbistro, das eine Reihe von Getränken und kleineren Speisen für Sie bereithält. Des Weiteren haben Sie hier die Möglichkeit, sich mit einem WLAN-fähigen Endgerät ins Internet drahtlos einzuloggen. Bitte beachten Sie auch, dass der gesamte Zug ein Nichtraucherzug ist. Falls Sie Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an mich oder an die Kollegen des Zugteams. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste fahrplanmäßige Halt unseres Zuges ist Düsseldorf Hauptbahnhof. Ladies and Gentlemen, welcome aboard the Intercity 2312 on the trip from Stuttgart Station to Hamburg Altona. The next stops of the train are Düsseldorf Main Station, Duisburg Main Station, Essen Main Station, Bochum Main Station, Dortmund Main Station, Münster-Westfalen Main Station, Osnabrück, Bremen Main Station, Hamburg-Harburg and Hamburg-Dammtor. For your further information, you will find the board bistro in the middle of the train, located between the first and the second class. At the board bistro, you will find a variety of beverages and small snacks. There is also the possibility to access the internet with a wireless LAN device. Please keep in mind that the complete train is a non-smoking train. If you have any further questions, don't hesitate to ask me or the colleagues of the train team. We wish you a pleasant journey. The next stop of the train is Düsseldorf Main Station. Ja, ich denke, damit ist erstmal genug gesagt dazu, wo der Zug hin will, wo er herkommt, wo er als nächstes stoppt. Ja, die leichte Halte vorsicht hatte ich auch. In meinem CE4. Den konnte ich jetzt leider nicht nehmen. Deswegen habe ich jetzt C genommen, aber ich denke, es tut sich jetzt nicht so viel. Schön wäre es natürlich, wenn ich jetzt bis Essen durchfahren könnte, aber das ist leider nicht möglich. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. So, ich glaube, wir bremsen mal ein bisschen. Da kommt so ein hübscher RE entgegen.
und ein ICE 1, E2. So. Mit Doppeltraktion sogar. Und wer sich jetzt fragt, wie erkennt man ICE 1, ICE 2? Dem sei gesagt, das ist ganz einfach. Und zwar, der eine hat vorne keine Bugklappe. Also diese Klappe zum Ankuppeln an einen weiteren Zugverband. Und während der Zweier dieses besitzt, besitzt der erste, also der eine das nicht. Daran erkennt man das immer ganz gut. So, dann vorweg meinte ich, jetzt etwas aufschalten. Da sind auch schöne Loks. Ah, schaut mal hier. Wunderschön, oder? Wunderschön. So, wir wollen mal ein bisschen aufschalten hier. Wir sind nämlich schon wieder leicht im Verzug. So, wir dürfen dann gleich auch schon Leverkusen Mitte erreichen. Thank you.
an der S6 Essen Hauptbahnhof Tupelo und Nimbus. Wunderschön. Wunderschön. Natürlich schön, wenn das jetzt in der heutigen Zeit spielen würde. Vom Verkehr her wäre das natürlich noch ein bisschen interessanter. Fixtrack, CE4, CE3 und solche Sachen. Das ist natürlich noch ein bisschen schöner. Aber ich finde das so auch schon nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen.
Düsseldorfer Raum. Auch sehr, sehr viel S-Bahn unterwegs. Beziehungsweise Regionalbahn. Tja, ich werde es wahrscheinlich nicht pünktlich schaffen, in Düsseldorf noch auf Bahnhof einzufahren. Aber ja, ich denke, das ist nicht so tragisch. Schön, diese extra langen Güterzüge, Doppelbespannung. Wunderschön, sieht man auch nicht so häufig. Das ist hier nicht im Spiel. Ah, IC3, auch mal schön. Doppelfunktion. Chefs waren da wirklich Silberlinger.
Also das finde ich schon sehr, sehr schön. Das sieht man wirklich nicht so häufig. So, und schon ein bisschen für Düsseldorf. So schnell geht das. Hier kommt die obligatorische Kurve. Dort wirklich gibt, also kann ich nur bestätigen, ist wirklich so gebaut, wie es hier auch ist. Absolut original. So, wir müssen noch schön samt hier zum Stehen kommen. Zu spät sind wir eh, aber wie gesagt, das ist jetzt weniger interessant. So, dann sind noch die Türen. Schauen uns das Ganze noch von draußen an. Wir werden gleich die obligatorische Meldung erhalten, dass wir das Szenario leider nicht geschafft haben. Beziehungsweise nicht erfolgreich beendet haben. Aber wie gesagt, es ist mir völlig egal. Ja, vom IC in dem Ersatzbus. Ja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, jetzt von Düsseldorf bis nach Essen eventuell in einem Bus zu verbringen, aber so ist das nun mal im täglichen Bahnalltag. Es kommt immer mal wieder zu Störungen. Ich selbst hatte auch dieses Problem, dass ich eine Verspätung hinnehmen musste, und zwar, wo ich von Essen nach Köln fahren wollte, kam mein ICE4 statt Viertel vor eins erst nach eins. That's life, so ist das nun mal. Da war auch eine technische Störung der Grund. Man muss damit leben, man muss das einkalkulieren, und die Triebfahrzeugführer können da in der Regel überhaupt nichts für, sondern das sind einfach Ereignisse, die
immer mal wieder passieren. Und ja, ich kann die Wut und den Ärger der Reisenden verstehen, aber es liegt oftmals nicht an den Triebfahrzeugführern. So, gute Arbeit, Kollege. Sie dürfen nun Feierabend machen, während ein Kollege diesen Zug weiter bis Hamburg übernimmt. Ja, das ist sehr schön. Szenario abgeschlossen, Zielort erreicht. Gut, wir sind zwar zu spät, aber scheinbar haben wir es trotzdem geschafft. Ja, ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr mal gar nichts. Und ja, ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Ich setze den Link von Fair System Sound Design noch unter dem Video und sage dann Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Denny Spieters. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, trotz dass ich zu spät bin. Ja, das ist jetzt auch sehr schön. Wie gesagt, dann jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss, euer der Denny Spieters.